Obwohl die SG Osburg 2 nur auf dem 6. Tabellenplatz steht, kann die Mannschaft von Trainer Christian Gorges heute mit einem Sieg gegen die SG Ruvertal 2 das obere Tabellendrittel kräftig durcheinander wirbeln. Die Gäste wollen dagegen siegen, um den Abstand auf Tabellenführer Föhren nicht größer werden zu lassen. Die besten Szenen und die Stimmen zum Spiel sehen Sie jetzt in einer neuen Folge von EverTV. Osburg hat in dieser Saison vor allem nach Standards viele Gegentore kassiert. Das weiß auch Ruvertals Trainer Marc Stüttgen, der allerdings heute auf Kai Lieser, Daniel Schell und Dominik Feilen verzichten musste. 11 Minuten passierte wenig. Beide Teams wollten nichts riskieren und agierten zaghaft. Dann der erste Eckball für die SG Ruvertal. Osburg kann zunächst klären, doch genau vor die Füße von Mike Pilzegger, der schießt an die Latte und Torwart Felix Müllenbach kann mit Glück klären. Dann der direkte Gegenzug von Osburg. Langer Ball in die Mitte, der flutscht durch zu Lukas Thomas und er jagt den Ball unter die Latte. 1:0 für die Hausherren. Nach 30 Minuten verflachte die Partie. Doch dann erhöhte Ruvertal die Schlagzahl. Der Ball kommt zu Pilzegger. Der zieht ab, doch sein Schuss zischt knapp über das Tor. Kurz vor der Pause der erste spielerische Glanzpunkt. Starker Pass von Sascha Krohns auf René van Holstein. Der guckt sich seinen Gegenspieler aus und sieht den freistehenden Marius Jacobi, aber der vertändelt den Ball vor dem Tor. Da war mehr drin. Auch in der zweiten Halbzeit ging es kalt, nass und windig weiter. Nach 50 Spielminuten der erste spielerische Höhepunkt. Ruvertal im Angriff, schöne Flanke in den Strafraum, Keeper Müllenbach zögert, Carlo Lentes ist dabei, köpft knapp drüber. Eine dicke Chance für die Gäste. Nach etwa 70 Spielminuten hatte Osburg eigentlich alles im Griff. Doch die Abwehr der Hausherren war sich wohl zu sicher. Mega Schnitzer in der Innenverteidigung, Carlo Lentes kommt an den Ball doch viel zu überhastet. Die nächste Großchance für die Gäste. Oh. 68. Spielminute, Freistoß für die SG Osburg. Sascha Krohns läuft an, schießt und trifft. 2:0 für die SG Osburg, dachten alle. Doch Schiedsrichter Michael Cortez gab den Treffer nicht. Er entschied auf Freistoß. Wie konnte es anders sein? 89. Spielminute und Eckball für die SG Ruvertal. Der Ball segelt in den Strafraum. Kai-Arne Theiss steigt am höchsten. 1:1 für die SG Ruvertal. Am Ende blieb es beim 1:1. Die Gäste aus Ruvertal hatten zwar mehr Chancen, konnten diese aber nicht entscheidend nutzen. 1:1 zwischen der SG Osburg und der SG Ruvertal. Neben mir stehen jetzt die beiden Trainer. Links neben mir Christian Gorges von der SG Osburg und rechts neben mir Marc Stüttgen von der SG Ruvertal. Herr Gorges, Sie haben 1:0 geführt, dann am Ende noch das 1:1 kassiert. Wie bitter ist dieses Unentschieden heute? Ja, bitter ist vor allem, da wir jetzt schon mehrmals in der letzten Minute einen Ausgleich kassiert haben. Wir haben jetzt sehr viel unentschieden. Heute hätte uns ja nur ein Sieg weitergeholfen. Im Sieg wären wir vielleicht noch mal rangekommen. Jetzt ist der Abstand schon zu groß. Also jetzt, ob das jetzt in der letzten Minute war oder nicht, ein Sieg hätte uns noch mal ranbringen können. Und wenn das kurzer Schluss ist, konnten wir natürlich nichts mehr riskieren. So haben wir ja auf sicher gespielt, haben ein paar Konter versucht zu fahren, nicht mehr viel riskiert. Wenn du dann natürlich ein Tor kassierst noch, ist es schwer, dann nochmal das Spiel umzustellen. Da ging einfach nichts mehr die letzten paar Minuten. Okay. Herr Stüttgen, Ihre Mannschaft hat viele Chancen gehabt heute, aber nicht richtig zwingend genug. Woran lag es heute bei euch? Ja, ich denke, wir haben halt tatsächlich spielerisch ein ganz ordentliches Spiel gehabt. Aber so die zwingenden Torchancen, die hat man tatsächlich nicht. Ich denke, man war ein Spiel überlegen.
Man hat aber auch gesehen, dass die Mannschaft Moral gezeigt hat, trotz dem frühen Rückstand, den wir da hatten, in der 12. Minute wirklich bis zum Schluss gekämpft und gemacht und versucht hat und letztendlich auch belohnt wurde, meines Erachtens auch verdient. Das ist natürlich ein bisschen, ist immer unglücklich, wenn man so kurz vor Schluss ein Gegentor kriegt. Ich meine, das hatten wir gegen andere Mannschaften auch gehabt. Aber letztendlich, denke ich, war es verdient und ja, ein bisschen öfter auf Tor schießen durften sie schon, die Jungs. Okay, was bedeutet das jetzt fürs nächste Jahr? Also wie gehen Sie in die, ja, in die Rückrunde, sage ich mal so? Ja, wir werden weiter so spielen, wie wir bis jetzt auch gemacht haben. Wir werden halt versuchen, weiter unsere Spiele zu gewinnen, wie die Augsburger, denke ich, auch. Und genau auch wie Föhren oder Issel und Bekont. Ja, wir werden versuchen, möglichst lang da oben mitzuspielen halt. Je weiter man hochkommt, desto schöner ist natürlich, gell? Okay. Ja, Herr Gorges, mit welchem Gefühl gehen Sie ins nächste Jahr? Gut, jetzt im ersten Moment natürlich mit dem Schlechten, aber wichtig war mir jetzt, wir haben jetzt sehr viele Spiele nicht verloren, die Abwehr hat immer ganz gut gestanden, gerade nachdem wir im Saisonbeginn noch viele Probleme hatten, mussten ja komplett erstmal eine neue Mannschaft hin, neues Spielsystem, war vieles neu, wir haben sehr viel getauscht, auch in der Vorbereitung, dass jeder mal zum Einsatz kommt und hat am Anfang uns doch viele Punkte vielleicht gekostet, jetzt haben wir mal in etwa dieselbe Mannschaft immer parat, dann läuft es langsam besser. Auch spielerisch haben wir uns auf jeden Fall verbessert, aber ja, leider haben wir im letzten Spiel nicht ganz die Punkte geholt, die wir vielleicht mit ein bisschen Glück hätten holen können. Dann wären wir nochmal dran, okay, so müssen wir halt für nächstes Jahr, eigentlich schon jetzt ein bisschen für nächstes Jahr planen oder versuchen uns zu verbessern und vielleicht ist nächstes Jahr noch mehr drin. Jetzt, dieses Jahr, werden wir wahrscheinlich im Mittelfeld irgendwo landen. Okay. Gut, vielen Dank an die beiden Trainer. Wir freuen uns hoffentlich auf den trockenen März bei einer neuen Folge von Elver TV.